Hazard-Team meldet sich zum Dienst, Sir. Willkommen an Bord der Enterprise. Danke, Sir. Lieutenant Commander Tuvok übernimmt vorübergehend die Vertretung von Lieutenant Commander Worf. Er wird uns ebenfalls bei der Integration der Hazard-Team-Operationen unterstützen. Mein Ziel ist, die Integration der Hazard-Team-Operationen voranzutreiben. Ihr ehemaliger Schüler Fenrich Corben bildet mit Chang, Chell und Jurod das Kernteam. Eine weitere Absolventin der Akademie Sydney Stockman wird Shuttle-Pilotin des Hazard-Teams. Und ich möchte ein jüngeres Mitglied meiner Crew hinzufügen, Fenrich Franklin. Wir werden ihn in unsere nächste Trainingssitzung einbeziehen. Sehr gut. Lieutenant, machen Sie sich mit dem neuen Operationsbereich des Hazard-Teams vertraut. Wenn unsere diplomatische Mission beendet ist, werde ich Sie zu einer Führung auf die Brücke einladen. Fenrich Corban hat eine neue Waffe für das Hazard-Team entwickelt. Sie finden ihn in der Waffenkammer. So, und damit wären wir an Bord der Enterprise. Ich bin Sir, begeistert. Ich registriere Anomalien in den molekularen Bildscannern. Können Sie den Ursprung der Anomalie feststellen? Ich isoliere die Daten. Scheinbar ist Scanner 2 um 4 Bogensekunden von der ACB-Achse abgewichen. Alles klar. Redet ihr mal weiter. Und das jetzt nicht so spannend. Gut, wo müssen wir lang? Hier? Aber hier noch? Nicht viel, ne? Hazard Operations. Ja, wollen wir mal zu Hazard Operations. So. Gut, dass ich mich hier noch auskenne. Wie geht's? Gut. Ich gehöre jetzt zum Genug gequatscht. War schön, euch getroffen zu haben. Kommen wir hier irgendwo rein? Ja. Aber sollte ich nicht erst in der Waffenkammer vorbeischauen? Gucken wir erstmal. Ich will zur Waffenkammer. Ich will zur Waffenkammer. Welche Richtung? Sind wir auf Deck 8? Ich weiß es echt nicht mehr. Hätte ich da oben erst gucken müssen? Wir gehen nochmal hier rein. Hier ist keine Waffenkammer. Deck 8, Waffenkammer. Ah, das war der Fehler. Ich hätte gar nicht hier runtergedorft. Egal, wir gucken mal. Ja, lange, lange ist her hier. Na komm, lass mich raus. Hier war nix. Genau. Man könnte ja auf den Plan gucken. Man könnte auf den Plan gucken. Hallo, Corban. Haben Sie das neue Sturmgewehr der Föderation gesehen? Nein, tut mir leid. Mein erster Besuch auf der Enterprise galt nicht der Waffenkammer. Ich werde über ihr menschliches Versagen hinwegsehen. Und da sagt man, Klingonen seien herzlos. Das Sturmgewehr ist eine gute Ergänzung des Kompressionsgewehrs. Es ist auf kurze Reichweite wirkungsvoller und hat mehr Funktionen. Danke. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich in das Hazard-Team aufgenommen haben. Das ist mir eine große Ehre. Die Ehre ist unsererseits. Sie sind der Beste für den Job. Um Ihr Training mit dem Sturmgewehr zu unterstützen, habe ich ein Holodeck-Trainingsprogramm geladen. Ich glaube, Sie werden es anregend finden. Ein Holodeck-Trainingsprogramm. Lass mich an die Waffen. Ich will Waffen. Der Primärangriff ist ein gefächerter Plasmastrahl. Der Sekundärangriff ist ein starker Einzelschuss, der bei den Feinden in der Nähe große Streuschäden anrichtet. Okay, dann probieren wir das mal aus. So. Wo haben wir noch? Hier, da haben wir noch Freiwillige. Da haben wir auch noch einen Freiwilligen. Aber sehr enger Kreis nur. Okay. Nicht schlecht. Dafür, dass in ihren Adern kein klingonisches Blut fließt. Naja, danke. Naturtalent, ne? So, dann wollen wir mal. Aber hier? Kannst du mich heilen? Hallo, Lieutenant. Ach, bin ich schon. Station hatte ich anders. Naja, egal. So. Wir müssen jetzt zum Hazard-Team. Oder?
So, Hazard Operations. Shell im Besprechungsraum. Hazard Operations. Genau. Da, 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 da. Da, 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 da. So, dann. Ach, hier war ja nichts. Ach, jedes Mal. Jedes Mal. Hier ist auch nichts. Skandalöse Zustände. Skandalös. Glaubt man das? Die Enterprise? Das Hazard-Team? Das ist doch unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, einige der Modifikationen auszuprobieren, die Chell an den Waffen vorgenommen hat. Allerdings sehen Sie sich das. So, was hast du? Während das Team aufgelöst war, bin ich für weitere Studien nach Vulkan zurückgekehrt. Ich konnte meine medizinischen Kenntnisse verbessern. So schön. Freut mich. Ich wünschte, ich wäre auch draußen im Delta-Quadranten gewesen. Nee. Das muss ein Abenteuer gewesen sein. Nee, ihr wollt nicht? Hi, Monroe. Hi, Monroe. Reden Sie mit Shell im Besprechungsraum. Da unten ist Shell. Kommen wir hier rein? Das ist bestimmt mein Büro. 746. Was ist das denn? Ah, wenn ich das sauber rauskriege, kann ich das auf den Titel machen. Ach nee, da klickt das keiner an. Wird ja mal schlimmer. So. Es ist toll, dass das Hazard-Team wieder zusammen ist. Lieutenant Monroe, bitte melden Sie sich auf der Brücke. Ja, Sir. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Dafür bin ich hierher. Das war der Auftrag. Für diesen einen Satz habe ich diesen Weg auf mich genommen. Ja, cool. Ich habe auch das Bild von... Deck 1, Brücke. Das Foto habe ich fertig gemacht. Oh, sehr schön. So, wollen wir mal auf die Brücke. Willkommen auf der Brücke, Lieutenant. Ich bin froh, hier zu sein, Sir. Wie lange, denken Sie, wird es dauern, Ihr Team wieder auf das Niveau des Delta-Quadranten zu bringen? Wir erhalten einen Notruf auf Kanälen der Föderation. Hier spricht Captain Galloway vom Föderationsraumschiff Dallas. Wir wurden von einer unbekannten Lebensform geentert. Warnung an alle Föderationsraumschiffe, Sie sollten sich auf keinen Fall diesem Schiff nähern. Setzen Sie Kurs auf die Dallas. Maximum war... Kurs gesetzt, Captain. Energie. Ich bedauere, Lieutenant. Wir werden unsere Tour ein anderes Mal beenden. Kein Problem. Sie das Hazard-Team. Jean-Luc? Es wird früher als geplant eingesetzt. Ich nehme ein bisschen Sie auf Fenrich du. Nehmen Sie Franklin mit. Er ist Experte bei Schiffssystemen der Excelsior-Klasse. Ihr Team sollte für den Transport bereit sein, sobald wir die Dallas erreichen. Verstanden, Sir. Und Lieutenant? Ja, Sir? Ich verlasse mich auf die Einsatzbereitschaft Ihres Teams. Sie werden Sie nicht enttäuschen, Sir. Das zweite Mal heute, dass ich ein herrenloses Schiff mir ansehen muss. Schwerkraft. Das künstliche Schwerkraftsystem funktioniert nicht. Keine Lebenszeichen in diesem Bereich. Scannen Sie weiter. Schauen Sie sich dieses seltsame Loch an. Zu unregelmäßig für einen Phaser. Mechanischer Schaden? Die Ränder zeigen unregelmäßige Schleifspuren und Spuren von Flüssigkeit. Flüssiges Kühlmaterial für einen industriellen Bohrer? Nein, zu wenig und dickflüssiger, mit Enzymen und organischen Spuren. Fast wie... Was?
Speichel! Etwas hat sich den Weg hineingefressen. Wir müssen die Hauptsysteme des Schiffs wiederherstellen. Franklin, wo ist die Schwerkraftkontrolle? Ich werde den Standort auf Ihren Tricorder senden. So, wir haben... Oh, wir schalten auf Nachtsichtmodus. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier rauskommen aus dem Raum. Keine Energie. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Können Sie seine Energiekonsole finden? Ja, die ist nämlich hier hinten. So, und hier müssen wir erstmal diesen defekten Part überbrücken. Damit da nichts reinfließt, fangen wir mal von hinten an. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. So, der Weg ist jetzt sicher. Jetzt können wir hier umschalten und das war's. Die Tür ist freigegeben. Übrigens, da ja die Frage aufkam wegen den goldenen Schiffen. Ich zeig mal kurz. Hier. Deswegen mache ich das auch normalerweise auch nicht, weil dieses... Ja, man hat auch jetzt hier mal Schilde bekommen, also Rüstung, aber normalerweise ignoriere ich das. Da wäre zumindest das erste eins gewesen. Wir gehen mal aus Nachtsicht raus. So. NCC 2019 von der USS Dallas. Shuttle Bay. So, wir können diese Türen nicht umgehen. Zumindest nicht von dieser Seite. Aber es sollte eine Jeffreys-Röhre nach draußen geben. Okay. Scheint's. Ruhe in Frieden, Mann. Ruhe in Frieden. Haben wir hier noch eine Tür? Haben wir hier? Was war das? Ah, habt ihr das gesehen? Sehen wir mal zu, dass wir hier durchkommen. Die Jeffreys-Röhre geht so nicht auf. Die müssen wir manuell überbrücken. So. Ist offen. Ja, man könnte auch kriechen. Gehen wir mal hier rein. Hier. Nachtsicht. Also hier nicht reinfallen. Können wir hier irgendwas ablesen? Nein, leider nein. Und jetzt müssen wir hier hoch. Da müssen wir jetzt... Oh, haben wir. Haben wir. So, die Jeffreys-Röhre ist auf. Gehen wir da. Oh, was? Nee, will uns nicht. Wir lassen uns nirgendwo rein. Gehen wir mal hier weiter. Wir rüsten mal sicherheitshalber den Phaser aus. Schauen wir mal hier hinten.
So, dann gehen wir mal durch die Luke. Hier raus? Nein. Bis nach unten. Und die öffnen? Nein. Kulturelle Integrität, wie sieht es damit aus? Na? Und da sind wir gekommen. Wir haben die Schwerkraftkontrolle. Jetzt müssen wir hier wieder sehen, dass wir alles umleiten. Wir fangen wieder von hinten an. Einfacher Grund, sicher gehen, dass wir nichts aus Versehen dranpappen, was wir nicht haben wollen, ne? So. Schwerkraftsystem on. Das war's, die Schwerkraft ist wieder aktiviert. Können Sie die Türen des Shuttles von dort draußen öffnen? Ich kann ja gar nichts öffnen. Ach, das mit dem Hocken, das vergesse ich immer wieder. Haben wir natürlich schon ein Problem. Schwerkraft ist wieder da. Aber den Sprung wurde uns durch den Defekt erleichtert. Ah, es leuchtet wieder alles grün. Ja, ohne Nachtsicht geht hier halt gar nichts gerade. Jetzt müssen wir nach oben. Dann kommen wir nicht mehr raus. Hier. Wir gehen hier lang. Den Weg kennen wir doch. Da ist doch vorhin das Vieh rein. Da haben wir das Team. Hier kommen wir leider nicht rein. Wollen wir mal hier gucken? Hier was? Da kommen wir nicht rein. Hier hinten. Ja, ich komme mir vor wie ein Alien. Hier. Das ist defekt. Geh mal nach hier unten. Ah, hier haben wir genug Licht. Gut, die Türkonsole macht gar nichts. Auch hier wieder umbauen. Erstmal alles rausnehmen, was eine Gefahr sein könnte. So. Haben wir. Willkommen an Bord. Jetzt können wir die Energie des Schiffes wiederherstellen. Wir müssen einfach nur in den Maschinenraum gelangen. Ach, das feiere ich so ein bisschen. Lebenserhaltungssysteme bei 50% effizient. Ich sag mal, das Schiff hat gelitten. Das hat echt gelitten. Hier, ich habe in eine falsche Richtung geguckt. Schade, das habe ich vergessen. Da
weiterkommen? Jetzt habe ich mich erschreckt. Das habe ich komplett vergessen. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass es da nicht weitergeht. Jetzt habe ich mich erschreckt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal raus aus der Nachtsicht. Ohne Nachtsicht sehen wir hier gar nichts. Das ist schlecht. Registriere Lebenszeit. Überprüfen Sie Ihren Trikorder. Schauen Sie sich diese ganzen Signale an. Was ist das? Signale kommen auf uns zu. Sie kommen näher. Sie sind fast hier. Sie gehen wieder weg. Hey! Sie hören sich enttäuscht an. Noch schlimmer als ein Angriff durch fremde Wesen sind Fremde, die sich verstecken, wenn man ihren Angriff bemerkt. Oh ja. Oh ja. So, wir wechseln mal. Strukturelle Integrität. Oh, da sehen wir, die Tür können wir durchbrechen. Dafür verschwenden wir aber keine Munition. Wir nehmen mal den Phaser. Oh, armer Kerl. Armer Kerl. Hier vorne aus. Oh, verdammt. Wir haben den zentralen Maschinenraum erreicht. Verschlossen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Diese Jeffreys-Röhren führen zu einer Lounge in der Nähe des Maschinenraums. Das reicht für mich. Bleiben Sie hier. Okay. Lounge in der Nähe des Maschinenraums. Öffnen sich nicht. Lass uns weiter hier runter. Hier. Richtig öffnen? Nee. Wechsel mal auf Phaser. Okay. Wo hier rein? Nein. Ach, das ist alles sehr vertrauenserweckend. Alles sehr, sehr vertrauenserweckend. Gehen wir mal hier hinten lang. Da hätten wir eine Leiter. Das hier ist nur... Eine Luke mitten im Boden. Das ist da auch gefährlich hier. Das kann... Ich vertraue der Sache ja nicht. Haben wir irgendwelche Anomalien? Gut, da will ich nicht rein. Muss nicht sein. Gehen wir hier weiter. Ich komme mir vor wie ein Alien. Ihr verdammten Mistviecher. Oh, voll die Seite aufgeschlitzt. Oh. Ich hatte keinen leichten Tod. Hinten. Nee, da kommen wir nicht rein. Nee, hier willst du uns nicht reinlassen. Wir empfangen schon wieder diese Signale. Sie nähern sich schnell. Monroe, wir setzen fest, lassen Sie uns rein. Richten Sie Ihren Trikorder auf die Maschinenraubkonsole. Geben Sie mir Deckung. Ja, komm! Hier unterbrechen. Da unterbrechen. Geben Sie mir Deckung! So. Hauptenergie wiederhergestellt. Danke. Was zum Teufel ist das? Ich habe keine Ahnung. Ihre Angriffe sind wild und instinktiv, als wären sie keine intelligente Spezies. Intelligent genug, mit den Angriffen zu warten, bis wir keinen Fluchtweg mehr hatten.
Monroe an Enterprise. Sprechen Sie, Lieutenant. Wir sind auf feindliche Fremde gestoßen, Sir. Unbekannte Lebensformen. Teamstatus? Intakt. Und die Dallas? Wir haben die Energie partiell wiederhergestellt. Gehen Sie weiter zur Brücke. Finden Sie Captain Galloway. Okay, weiter zur Brücke. Captain Galloway finden. Ach, du Mann. Das ist so der klassische Maschinenraum, wie ich ihn mag. Schlicht, aber hat unheimlich viel Ausstrahlung. Besser als Hochglanz heute oder New Track, die Brauerei. Wir gucken mal, haben wir hier noch irgendwas, was wir uns interessanterweise ansehen könnten? Nein. So, hier ist jetzt offen. Hier irgendwas? Nein. So, Turbolift. Den können wir wieder herstellen. Wie gehabt, wir schauen erstmal, dass wir alles rausnehmen, was gefährlich werden könnte. Also immer von hinten anfangen. So, das. Jetzt können wir das nämlich drehen. Und haben alles angeschlossen. Turbolift-Energie wiederhergestellt. Die Turbolifte sind wieder in Betrieb. Der Vorteil von dem strukturellen Modus ist, das ist wie eine leichte Nachtsicht. Ohne, ja, sieht halt fürchterlich aus. Das kann ich euch nicht dauerhaft anbieten. Und wenn ich auf den Modus gehe, dann habe ich so ein bisschen mehr Sicht in der Dunkelheit. Ich kann es mal, ohne dass das Bild so ganz so hässlich wird. So, wollen wir mal zur Brücke. Wir sind auf dem Brückendeck. Ich kenne diese Schiffe der Excelsior-Klasse gut. Ich zeige Ihnen den Weg zur Brücke. Gut, wechseln wir mal auf Handphaser. Franklin! Du bist in der Deckung. Franklin! Es ist immer scheiße, wenn ein Neuer zugeteilt wird. Es ist immer scheiße. Sei niemals der Neue. Oh, wie die da hängen. Können wir Daten erfassen von ihnen? Schade. Gern der Familie gesagt, hier, eure Lieben, gammeln da. Oh. Mal hier. Irgendwas bewirkt? Energie, ja klar. Das ist, was ich gesagt habe. So, wieder raus. Nee, da gehe ich nicht rein. Da ist irgendwas drin. Aber hinter ist ein Raum. Nee, da ist nichts. So, dann bauen wir mal hier weiter. Hier irgendwas?
Ja, das hast du davon, ja? Ein Schleifkastenröhrer. Hier hinten. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Muss ich nochmal zurück. Wir wissen, was da hinten war. So. Wir haben ja hier die Gefahr jetzt schon mal ausgeschaltet. Können wir uns auch mal ein bisschen umsehen. Hier haben wir ja die... Macht ihr mal. Leute, was ist denn hier passiert? Nix, nada, niente. Aber ihr seid mit einem stilvollen Ausblick gestorben. Das muss man, ne? Den Transporter auch blockieren. Die Fremden scheinen nicht die Intelligenz dazu zu haben. Es sei denn, jemand steuert sie. Okay. Wir haben ein bisschen was erfahren. Wir haben ein bisschen was erfahren jetzt. Wir kommen nicht in den Transporterraum. Irgendwer will nicht, dass wir da reingehen. Ist ja. Es ist eine Info. Es ist eine Info. Ob das jetzt eine sinnvolle Info ist, das werden wir noch rausfinden. Wir wissen, da steckt jemand dahinter. Oh, ich mag das Gewehr. Aber ich wechsle jetzt trotzdem mal auf Phaser. Immer nichts mehr. Das Kraftfeld. Habe ich hier irgendwas gehört? Ich bin paranoid. Kommen wir nicht hin. Dann gehen wir mal. Alles okay? Ach, schon wieder. Die sich hierher gezerrt? Hoffen wir nicht für dich. Wäre schon widerlich. So, wollen wir mal hier gucken. Erstmal hier hinten. Leuchtet blaugrün. Ich will wissen, was hier hinten ist. Okay. Anscheinend nicht viel. Wir gehen nochmal auf Nachtsichtmodus und schauen wir uns hier hinten nochmal um. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Das sieht aus als... Ja. Wir haben den Zugang zur Brücke. Irgendwas an Aliens? Nein. Roter Alarm. Es ist Captain Galloway. Jurat, stellen Sie die Todesursache fest. Shell, schauen Sie in den Computerlogbüchern nach. Er ist nicht verwundet. Er ist erstickt. Wahrscheinlich, als die Lebenserhaltungssysteme der Dallas ausgefallen sind. Das Computerlogbuch ist online. Starten Sie es. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 56535,1. Wir reagieren auf den Notruf einer atraxianischen Raumstation außerhalb des Föderationsraums. Der Angriff hat uns zugesetzt. Ich habe den Großteil meiner Besatzung auf die Raumstation geschickt. Ich hoffe, Sie können die Atraxianer beschützen. Eine kleine Crew unter Führung des Sicherheitschefs blieb zurück. Wir versuchen, das Schiff zu retten, indem wir es von der Raumstation wegbringen. Es sind zu viele. Wir haben diverse Systemausfälle und verlieren die Schlacht um die Lebenserhaltungssysteme. Wir können nicht länger als ein paar Stunden standhalten. Ich habe meiner Chefingenieurin eine experimentelle Prozedur gestattet. Sie enkodiert die verbleibende Crew in den Transportmusterpuffer. Es ist riskant. Die Signale könnten unkenntlich werden. Aber wenn es funktioniert, könnte es die beste Möglichkeit zum Überleben sein. Telsia!
Chell, können Sie das grüne Kraftfeld vom Transporterraum von hier aus deaktivieren? Erledigt. Girard, gehen wir zurück zum Transporterraum. Gut, wir wissen ja jetzt. Ach, hier war noch eins von denen. Wir wissen ja jetzt, der Transporterraum war ja versiegelt. Da steckte keiner hinter. Das war der Captain, der seine Crew schützen wollte. Und dorthin müssen wir jetzt zurück. Hier rein. So, das war hier. War das nicht hinten rum? War hier. Nee, das müsste hier rum gewesen sein, oder? Nee. Mal raus hier. Ah. Ja, ich hätte auf den roten Pfeil gucken können. Aber warum soll man sich's leicht machen, wenn man sich's auch schwer machen kann, ne? Ach, das sind die, die mit schöner Aussicht gestorben sind. Wir irgendwas drücken. Erstmal sicher gehen, dass hier alles sicher ist. Gut, da geht keiner lebend durch. Dann erstmal Lebensenergie auf Vordermann bringen, Waffenenergie voll aufladen. Haben wir beides. Und jetzt können wir... Die Muster sind sehr schwach. Sie verschwinden schnell. Shell, mehr Energie hier unten. Sie sind schon seit einer Weile im Musterpuffer. Sie sind völlig ausgetrocknet und sicher auch etwas desorientiert. Aber ansonsten müsste es Ihnen gut gehen. Alex? Sie sind spät dran, Monroe. Ich glaube, es geht Ihnen jetzt schon wieder gut. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Ich bin Katharina Scott, die Chefingenieurin der Dallas. Das war Ihr Plan? In Wirklichkeit der Plan meines Urgroßvaters, Captain Montgomery Scott. Er entwickelte eine Prozedur zum Überleben im Transportmusterpuffer. Lebendig, ohne Signalverschlechterung. Sehr clever. Hier, Chell. Ich versuche, die Schilde zu deaktivieren, damit wir uns hier rausbeamen können, aber das Sicherheitssystem ist etwas chaotisch. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Girard, bleiben Sie hier und kümmern Sie sich um sie, bis wir sie zur Enterprise bringen können. Ich helfe Chell auf der Brücke. Monroe, ich höre Kauen. Ich brauche Hilfe, schnell. Schon unterwegs, Chell. Okay, er hört Kauen, dann müssen wir da hoch. Und hier kam er nicht durch. Uiuiui, ich kümmere dich mal drum. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Oh, Leute, jetzt habe ich mich echt erschreckt. Was bin ich heute so schreckhaft? Komm, jetzt aber hier. Oh, Leute. Ja. Jetzt auf einmal. So, wir müssen mal auf Phaser wechseln. Jetzt müssen wir hier durch. Mal auf Nachtsicht. So, dann wollen. Ja, komm. Monroe, die Dallas-Crew ist stabil, aber wir müssen sie zur Enterprise zurückbringen.
Ich habe die Schilde der Dallas deaktiviert. Wir können jetzt beamen. Monroe and Enterprise, bereit zum Beamen. Verstanden. Die Krankenstation hat sich auf die Ankunft der Dallas Crew vorbereitet. Picard Ende. So, und damit haben wir auch diese Mission erfüllt. Wir haben 127 Feinde ausgeschaltet. Nur 1922 Schüsse abgefeuert. Davon waren immerhin 770 effektiv. Was ist passiert? Wir haben auf den Notruf einer atrixianischen Raumstation reagiert. Atrixianisch? Ein raumfahrendes Volk mit 12 Systemen und 23 Kolonieplaneten im Brecker Rift. Die atrixianische Station wurde von unbekannten Wesen angegriffen. Wir sahen kein Schiff und gingen in einen tiefen Orbit nahe der Station. Das war ein Fehler. Sie stürzten sich in Schwärmen auf uns, mit Impulsantrieben direkt in ihren Exoskeletten. Erstaunliche genetische Modifikationen. Sie deaktivierten unsere Schilde und bissen sich durch unsere Hülle, bevor wir uns verteidigen konnten. Das Schiff war dem Untergang geweiht. Während des Kampfes beamten wir den Großteil der Crew auf die atrixianische Station. Der Captain lockte sie mit einem Team von Freiwilligen weg. Wir verbargen uns in den Transportmusterpuffern und warteten auf Rettung. Wir hofften, unser Schiff würde eine Warnung an die Sternenflotte senden, damit kein Schiff in tiefen Orbit an der atrixianischen Raumstation gehen würde. Wenn diese Fremden kein Schiff hatten, wie sind sie dann in das System gelangt? Das wissen wir nicht. Vielleicht war ihr Schiff getarnt. An der Station möchte ich, dass das Hazard-Team vorausgeht. Lokalisieren Sie die verbleibende Crew der Dallas und helfen Sie den Atrixianern. Ja, Sir. So, wir kennen jetzt schon unseren... Monroe, ich bin in der letzten Phase der Shuttle-Vorbereitung. Okay, wir kennen jetzt unsere Mission fürs nächste Mal und ich sage, wir sehen uns dann am nächsten Montag wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, lebt lang und im Frieden. Haut rein.